Ja, ich bin live. Herzlich willkommen jetzt zu unserer Morgens Wunschkugel. Ich bin gespannt, wer dabei ist, wer schon Lust drauf hat, wieder an seinen Wünschen, an seinen Visionen, an seinen Träumen zu basteln, zu kreieren, zu erschaffen. Ja, kommt alle herein, jeder, der jetzt dabei sein möchte. Für alle, die neu sind, es gibt so, so viele neue jetzt in der Gruppe und ganz, ganz viele haben sich auch schon für die Erfolgsmastery Days angemeldet und ich freue mich schon wieder so, so sehr auf diese großartige Zeit. Yes, die Nadja ist schon da. Guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Genau, jeder, der hereinkommt, kann gerne auch ein Hallo in den Chat schreiben, damit ich sehe, wer da ist. Ja. Genau, für alle, die eben jetzt so neu dabei sind in der Gruppe, was ist denn die Wunschkugel überhaupt? Was machen wir denn da eigentlich? Die Wunschkugel ist da, dass du dir ganz bewusst Zeit nimmst, dich mit deinen Wünschen, mit deinen Visionen zu beschäftigen, mit dem, wo du hin möchtest. Und in dieser gemeinsamen Zeit basteln wir da wirklich immer an deinen Träumen, an deinen Wünschen, so dass die immer größer werden können. Und je größer das wird, umso schneller kann sich das in deinem Leben auch so zeigen, wie du das gerne hättest. Ja, da sind schon einige da. Guten Morgen. Sehr schön, dass ihr wieder da seid. Ja, und heute habe ich mir ausgesucht die Geldfülle. Wie kannst du Geldfülle in dein Leben einladen? Und was du bei mir lernst, ist, wir schulen immer mehr deine Wahrnehmung, dass du wahrnimmst, was ist denn gerade in mir los, was ist denn da gerade wirksam. Ich sage oft, welche Wolke oder welcher Ballon ist denn da gerade so groß in meinem Leben? Ist es der von dieser Freude, von dieser Leichtigkeit, von der Lebendigkeit oder ist es eher der von Schwere, Schmerz, Leid, Last, Anstrengung und ich helfe dir dabei, sozusagen, dich immer und immer wieder neu auszurichten auf das, was du dir von deinem Herzen so sehr wünschst. Ja, Geld. Wer wünscht sich Geld? Schreib einmal Geld in den Chat herein. Wer wünscht sich Geld? Schreib einfach einmal Geld in den Chat herein. Ja, da kommen schon die ersten. Ja. Genau, und da werden wir heute auch noch einmal dann ein bisschen näher hinschauen, wofür wünschst du dir denn Geld? Weil, wenn man Menschen fragt, sagen sie immer gleich Geld, Geld, Geld. Aber Geld, das wissen wir eigentlich, macht uns nicht glücklich. Geld alleine macht uns nicht glücklich. Also ich habe auch erst mit jemandem ein Gespräch gehabt, ein Coaching gehabt, der ist Millionär und ist aber jetzt wirklich an Krebs erkrankt. Und der würde jetzt alles dafür geben, einfach nur gesund zu sein und würde das ganze Geld am liebsten hergeben für das, dass er einfach gesund sein kann. Und das hat mir wieder so bewusst gemacht, ja, Geld alleine ist es nicht, was uns glücklich macht. Und das, was uns hinter Geld glücklich macht, und da kannst du auch jetzt einfach einmal so hinschauen, was ist denn das, was mich hinter Geld glücklich macht? Welche Energie dahinter ist es, was ich mir wünsche? Ah, die Nadja schreibt, Freiheit ist es bei mir. Ja, diese Freiheit, vielleicht auch die Dinge umzusetzen, die du dir wünschst. Weil dazu brauchen wir eben oft auch Geld, dass wir das dann wirklich auch ins Leben bringen, unsere Herzenswünsche. Weil bei mir dreht sich alles um unsere Herzenswünsche, um deine Herzenswünsche, um das, was da drinnen ist, was gelebt werden möchte, was wirklich auch ins Leben kommen möchte. Weil wir haben oft ganz, ganz viele Ideen und Gedanken da oben in unserem Geist, aber wir möchten das ja auch wirklich verwirklichen. Wir möchten das ins Leben bringen. Ja, schreibt die Nadja, genau so ist es. Und auch bei mir ist es so. Ich habe so viele Ideen, so viele Dinge, wo ich weiß, dass das nicht nur für mich ein Beitrag ist, sondern für unzählbar viele Menschen da draußen. Und das sind so große Visionen für mich, warum ich da sitze, warum ich das mache und warum ich letztendlich auch Geld liebe, damit ich
die Dinge wirklich umsetzen kann, ins Leben bringen kann. Und jetzt stelle ich dir die Frage, liebst du Geld? Und schreib einmal in den Chat, liebst du jetzt schon Geld? Ja oder nein? Kannst du sagen, dass du Geld liebst? Ich liebe Geld. Ja, stressfrei leben, vielleicht mehr Möglichkeiten auch zu haben, stressfrei zu leben. Ja, grenzenlose Freiheit zum Erschaffen des Lebensruf. Genau. Yes. Ja, seit deinem Coaching. Sehr cool. Ja, und schreibe mal herein, wer möchte denn Geld lieben und wirklich auch wertschätzen und sehen als das, was es ist. Geld ist nicht einfach nur da, wir zahlen, wir geben es aus, sondern Geld ist auch Energie. Geld ist auch Energie und Geld unterstützt uns, die Dinge wirklich ins Leben zu bringen, die wir uns wünschen. Ja, genau. Ist für mich durch die Kindheit negativ behaftet. Ja, und so war das bei uns allen. Wir alle haben Geld eher abgelehnt. Ja, wir haben Geld eher abgelehnt. Und wenn du da aber jetzt einmal bereit bist hinzuschauen, wenn du Geld ablehnst, bringt dir das mehr von dem, was du dir wünschst, jetzt. Und wie wäre es, wenn du ab heute dir wieder bewusst wird, dass du Geld lieben kannst, weil es dich begleitet, dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Und bei mir gibt's kein klassisches Geldcoaching, weil das bin ich nicht. Das ist nicht meine Philosophie, aber dieses Geld fließt mit ein, damit du dein Ziel erreichen kannst, weil wir haben und jeder, der da ist in dieser Gruppe, hat große Träume oder beginnt schön langsam wieder groß zu träumen, größer zu träumen und wirklich sein Herz wahrzunehmen, was sich das wünscht. Und wie schön wäre das, wenn du sagst, ah ja, es gibt auch eine andere Möglichkeit. Ich kann ab heute auch Geld lieben. Und das ist am Anfang oft ganz befremdlich und bringt auch ganz viel hoch. Und genau da wollte ich heute mal ansetzen und da machen wir jetzt auch die Wunschkugel dazu. Du kannst jetzt einmal schauen, wo bewertest du noch Geld? Wo bewertest du noch Geld? Wo sagst du vielleicht Geld macht unglücklich, Geld stinkt, Geld macht einen egoistisch. Yes, die Nadja hat die erste großartige Wahl getroffen. Ja, ich wähle jetzt Geld zu lieben. Ja. Und nimm die Energie einmal wahr, alleine wenn du das wählst, was das verändert, was das mit Geld verändert. Und vielleicht kannst du auch wahrnehmen, dass plötzlich sich beginnt der Druck, der Stress mit Geld, den wir alle haben. Hoffentlich haben wir genug Geld, hoffentlich haben wir in der Pension noch genug Geld und so weiter. Beginnt sich plötzlich in Liebe zu drehen, in diese Verbindung zu Geld. So, dass Geld auch gerne zu dir kommt und gerne bei dir ist. Ja, ich erlaube mir jetzt Geld. Genau, und da steigen wir heute genau ein, du hast es schon erraten, wo heute die Reise hingeht. Aber jetzt ist mir mal wichtig, dass du dir deine Wolke herholst, deine Problemwolke, sage ich immer, in meinen Coachings. Und du schaust einmal, wo bewerte ich genau jetzt, heute, in diesem Moment, wo bewerte ich noch Geld? Und schau mal, was kommt da jetzt? Und schreib es auch gerne in den Chat herein. Wir können uns so gegenseitig inspirieren, weil wir haben zu 99% dieselben Überzeugungen, Glaubenssätze, die uns jetzt noch stoppen, wirklich, dass diese Geldfülle zu uns in Leichtigkeit kommt. Schreibt es einmal herein, was ist jetzt noch das, wo du Geld bewertest? Welche Überzeugung hast du,
was es mit Geld schwer macht. Genau jetzt, heute, an diesem Freitagmorgen. Und morgen kann es schon wieder anders aussehen. Ja, Geld oder Gesundheit, Geld oder Liebe, Geld oder ein guter Mensch sein. Yes. Ganz, ganz großartig. Eine ganz große Problemwolke, die wir alle wahrscheinlich kennen. Also ich kenne das auch. Und du kannst noch einmal schauen, ist in deiner Problemwolke da jetzt noch etwas, möchte sich noch etwas zeigen? Dass ich es nicht hart verdiene vielleicht, da bewerte ich mich. Ja, genau. Und wir schauen aber heute zum Beispiel über die Wunschkugel, geht es eben genau darum, dass du nimmer mehr arbeiten musst, um mehr Geld zu bekommen, dass du dich nicht wieder noch mehr anstrengen musst, um mehr Geld zu bekommen, sondern wir machen genau das Gegenteil. Wir drehen in diese Wunschenergie, wir beschäftigen uns energetisch damit und wir erschaffen es so, nicht über das hart arbeiten, über diese Anstrengung, über viel tun, sondern es gibt auch die Möglichkeit, wirklich Geld über den Geist ins Leben einzuladen. Und darum geht's genau jetzt. Wir schauen heute, wir beschäftigen uns damit, wir lösen Dinge auf und wir schauen, wo du hin möchtest, wie du es gerne mit Geld hättest. Und jeder, der heute da ist, hat andere Wünsche, hat andere Bedürfnisse hinter Geld. Genau, also deine Problemwolke. Was ist da jetzt genau drinnen? Wo sagst du, das macht's mit Geld jetzt gerade noch schwer, anstrengend? Vielleicht hast du auch die Überzeugung, es ist zu wenig Geld da jetzt gerade. Dann schreib das auch herein. Ich habe zu wenig Geld. Auch diese Überzeugung haben ganz, ganz viele Menschen. Und solange wir diese Problemwolke pflegen und hegen und gießen mit unserer Aufmerksamkeit, wird sich immer wieder das in unserem Leben zeigen. Das heißt, wir dürfen wirklich wahrnehmen, was wächst denn da alles in uns. Und das ist wie in einem Garten, wo du auch schaust, was darf denn da erblühen, was darf größer werden und was ist vielleicht mehr so das Unkraut, was ich jetzt auszupfe. Und genau das machen wir in der Wunschkugel. Wir suchen oder du suchst in dir nach diesem Unkraut, wo du sagst, na, das bringt mir jetzt nicht mehr von dem, was ich mir wünsche. Ich ziehe das jetzt raus, schmeiß das weg und dafür sehe ich heute einen neuen Samen, der mir mehr bringt von dem, was ich mir wünsche. Genau, auch das, dass ich es nicht verdiene, vielleicht viel Geld zu haben, weil es meine Eltern auch nicht hatten. Auch das haben ganz, ganz viele Menschen. Großartig. Ja, ich sehe den Weg zum Geld noch nicht. Yes, auch das, diese Unsicherheit. Starke Grenzen durch finanzielle Einschränkungen. Yes, genau. Und alles das sind so eure Probleme. Wölkchen, die ihr jetzt einfach einmal identifiziert und über das, dass ihr jetzt da seid, das identifiziert, könnt ihr das auch verändern. Ja, da ist noch jemand hereingekommen, ein Facebook-User, es sind noch einige Facebook-User, bitte immer schauen, ob ihr beim Video unten oder oben irgendwo den so einen Link, so ein, ich glaube, das ist so ein blauer Balken, wo ihr hinklickt und einmal dann StreamYard erlaubt, den Namen zu nutzen. Ich werde nämlich immer und immer wieder mit StreamYard live gehen. Das heißt, es ist echt cool, wenn du dich einmal da anmeldest, dann bist du da drinnen. Genau, ja, die Problemwolke. Und jetzt nimmst du mal diese Wolke von Bewertungen, weil all das sind Bewertungen auf Geld. Und nimm mal wahr, wenn du das so jetzt dir vorstellst, diese Wolke hast du jetzt in deinen Händen, du hältst es. Wie fühlt sich diese Problemwolke jetzt an für dich? Wie ist es? Ist es schwer? Ist es wie Beton?
Ja, Stress mit Partner, wenn mein Pferd wieder mal zu viele Kosten generiert. Yes, dann gib diesen Stress mit dem Partner oder diese Konflikte mit dem Partner bezüglich Geld auch gleich in deine Problemwolke hinein. Und jeder, der das kennt, lasst jetzt auch die Konflikte mit dem Partner oder mit wem auch immer da hineinfließen. Yes, Gabi, ich feiere dich. Hinein in diese Problemwolke, damit du es heute drehen kannst, verändern kannst. Genau. Und dann frägst du jetzt einfach die Problemwolke, bringst du mir mehr von dem, was ich mir wünsche. Und dann nimmst du mal wahr, kommt da ein Ja oder kommt da ein Nein. Und wenn ein Ja kommt, dann kannst du es gerne behalten. Aber wenn ein Nein kommt, dann kannst du jetzt die Wahl treffen, all das loszulassen, herzugeben. Und dazu kannst du es einfach nehmen, diese Kugel, und dir vorstellen, du schickst es jetzt einfach nach oben ab. Du schießt diesen Ball nach oben und der zersplittert in 1000 verschiedene Teile und die finden sich nicht mehr. Und nimm wahr, was braucht es bei dir jetzt? Manchmal mag man das mit dem Fuß wegschießen. Manchmal mag man es zerstampfen. Nimm das, was in deiner Wahrnehmung jetzt kommt. Und das lernst du auch bei mir. Auch in den Erfolgsmastery Days geht es wieder ganz viel darum, diese Verbindung zu dir zu erfahren, diese Wahrnehmung wieder überhaupt einmal zuzulassen. Was nehme ich denn überhaupt wahr? Ja. Und dann gibst du es jetzt einfach weg. Du schießt es weg. Und ich habe heute eine Sanduhr mitgebracht, die ich sehr, sehr gern habe, weil die erinnert mich auch immer, je nachdem, was ich denke, kommen Dinge zu mir oder kommen Dinge nicht zu mir. Und wenn du in der Bewertung bist, dann ist es, wie wenn du alles stoppst. Und das ist nicht nur bei Geld so, sondern all deine Wünsche, deine Visionen, deine Träume, die stoppst du, sobald du in die Bewertung gehst. Wenn du sagst, das funktioniert sowieso nicht, das ist für mich nicht möglich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Sobald du irgendetwas bewertest, dreht sich das so und es kommt nichts mehr zu dir und du musst dir dann wirklich wieder im echten, im Leben anstrengen, damit die Dinge zu dir kommen. Und wir wählen hier die Leichtigkeit. Wie können die Dinge in Leichtigkeit zu mir kommen? Und du kannst dir vorstellen, jetzt basteln wir an der Wunschkugel und jetzt beginnt sich das plötzlich wieder zu drehen und alles kann einfach zu dir kommen. Über das, dass du deine Problemwolke identifizierst, loslässt und dich ausrichtest, wie du es gerne hättest. Und ich lasse das jetzt nebenbei einfach fließen und ihr könnt euch da gleich auch so vorstellen, wie wenn jetzt da alles so in dich hereinströmt, durch dich hereinströmt, die ganze Zeit, während du jetzt da bist, stehst du wie unter diesem Strom, wo jetzt einfach alles zu dir strömt, alles, was du dir wünschst und du bist einfach nur da. Du stehst da jetzt drunter, unter diesem Strom und alles, was du dir wünschst, kommt jetzt einfach zu dir. Ja, die Tina ist da. Guten Morgen. Einfach mit einsteigen. Wir haben gerade ja, alle Bewertungen auf Geld kaputt gemacht und jetzt nehmen wir uns die Wunschkugel her, deine Wunschkugel. Und jetzt schaust du mal, wie schaut denn deine Wunschkugel heute aus? Wie ist denn die? Wie schaut die aus? Leuchtet die? Ist die strahlend? Ist die glänzend? Wie ist die? Ist die noch ganz klein? Ist die schon unglaublich groß? Und du spielst einfach mit deiner Wahrnehmung und schaust, wie schaut denn heute jetzt in diesem Moment meine Wunschkugel aus und du nimmst dir das her und spürst einfach einmal deine Wunschkugel, wo deine Visionen drinnen sind, deine Wünsche. Und was macht es mit dir, wenn du jetzt einfach nur diese Wunschkugel in deinen Händen hältst? Macht es schon Freude, macht es neugierig? Ist es wie ein kleines Abenteuer, wo du noch nicht genau weißt, wie das gehen kann, wie das funktioniert, aber du spürst dein Herz und diesen Wunsch, diese Freude daran.
diese Neugierde, wie kann das gehen? Und schau mal jetzt hin, was wäre das eine, was du dir mit Geld so sehr wünschst? Was möchtest du heute in diese Wunschkugel hineingeben, so dass es jetzt ab heute wie dieser Samen, der jetzt immer größer werden kann, der sich immer mehr ausdehnen kann, der wachsen kann, weil du erkennst, dass wirklich deine innere Welt, deine äußere Welt erschafft. Welchen Samen möchtest du da heute in deine Wunschkugel hineinlegen? Wie hättest du es gerne mit Geld? Und du kannst einmal schauen, ist deine Wunschkugel auch schon kuschelig? Ist es schon kuschelig, so dass du sagst, da können sich die Wünsche so richtig ausbreiten, da kann sich die Vision richtig ausbreiten, da ist Geld auch gerne da. Und schau mal, was kannst du heute in deiner Wunschkugel jetzt hinzufügen oder verändern, dass du sagst, jetzt fühlt sich das alles richtig, richtig wohl. Jetzt kann sich das richtig entspannen, der ganze Druck, die Sorgen, die Ängste sind weg, die haben wir vorher schon kaputt gemacht. Und jetzt kann das zu wachsen beginnen, das, was ich mir wünsche. Lebenshof, schreibt die Gabi. Ja, dann fügst du den heute da hinein und schau, wie kannst du jetzt deine Wunschkugel noch größer machen. Und du kannst sie wirklich so dir vorstellen wie einen Teig, den du jetzt so ausdehnst, damit das einfach sich noch schneller in deinem Leben zeigen kann. Auch wenn du jetzt noch gar nicht weißt, wie das für dich möglich ist. Weil für mich wäre es niemals möglich gewesen, hier zu sitzen, mit Menschen hier Coachings zu machen. Aber über das, dass ich so große Träume habe, werden plötzlich diese Dinge möglich, obwohl man nicht weiß, wie das geht. Ja, und nimm nochmal diese Energie, alles prasselt jetzt herein, was dir beiträgt. Alle Menschen, die dir zu dieser Vision beitragen, Geld, was dir zu dieser Vision beiträgt, alle Impulse, die dir beitragen, prasseln jetzt einfach in deine Wunschkugel herein. Und stell dir wirklich vor, das fließt und fließt und fließt und fließt und fließt. Und heute hat schon jemand angesprochen, die Erlaubnis. Die Erlaubnis. Und die möchte ich heute einfach in diese Kugel noch mit hineinfließen lassen. Erlaubst du dir schon wahrhaftig die Fülle, die Geldfülle? Und nimm einmal wahr, erlaube ich mir das? Oder stehe ich mir das selber immer und immer wieder im Weg? Erlaube ich mir die Fülle, die Geldfülle, um großartige Dinge zu erschaffen? Es ist immer dieser Wunsch, etwas Großartigeres zu erschaffen, als wie es jetzt in unserem Leben ist. Ja, es kommt schon, ich stehe mir im Weg. Yes. Und jetzt räumst du das einfach aus dem Weg. Du räumst dich nicht selber direkt aus dem Weg, aber du räumst das aus dem Weg, dass du dir selber immer wieder Problemwolken schaffst, die dich stoppen, die das immer wieder stoppt. Je mehr du mit der Vision verbunden bist, je mehr du Fragen stellst, wie das für dich gehen kann, umso schneller können sich die Dinge zeigen. Und du kannst jetzt einfach in deine Wunschkugel noch die Erlaubnis hineinfließen lassen. Es ist einfach nur deine Intuition, deine Intention. Ich lasse jetzt ganz viel Erlaubnis hineinfließen in meine Wunschkugel. Erlaubnis
für mich Erlaubnis, für meinen Körper Erlaubnis, für das, dass sich dieser Wunsch so oder noch besser in meinem Leben zeigt. Wie bemerke ich das Zulassen der Fülle? Du bemerkst es, indem du lernst, deine Gedanken mehr und mehr wahrzunehmen. Zu schauen, bin ich jetzt in der Problemwolke, bin ich in der Bewertung, bewerte ich mich selbst gerade, ich habe zu wenig Geld, ich schaffe das nicht und so weiter. Oder bin ich in diesem Erschaffen, in dieser Vision, ich beschäftige mich mit dem, wo ich hin möchte, ich beschäftige mich, ich frage danach, wie das für mich gehen kann. Dann bastelst du an deinem Wunsch und dann kommt eben auch alles so zu dir. Es ist die Bewertung, die immer wieder alles stoppt. Und Bewertung ist, sind alle Ansichten, alle Überzeugungen, alle Glaubenssätze, die du von den Eltern übernommen hast, die du dir selbst irgendwann auferlegt hast. Und diese lernst du bei mir auch in den Programmen nach und nach wahrzunehmen, zu identifizieren, rauszuziehen wie dieses Unkraut, wusch. Und plötzlich werden Dinge möglich, die du vorher nicht für möglich gehalten hättest. Ganz viel Erlaubnis, lass du jetzt da noch einströmen, durchfließen und ich merke schon, die Wolken, die Kugeln werden immer größer, werden immer durchlässiger, werden luftiger, haben wieder mehr Raum, weil gerade mit Geld haben wir oft so viel Druck, so viel Stress und jetzt ist auch noch zu wenig Geld da und dann rattert unsere Gedanken meistens in der Abwärtsspirale und bei mir schauen wir wieder, wie drehen wir das so nach oben, damit die Dinge wirklich zu dir kommen können. Ja, Geld ist schmutzig, wasch dir die Hände. Yes. Und das wieder wegschießen. Gibt es wirklich in die Problemwolke hinein, außer du möchtest es behalten. Aber wenn du sagst, nein, ich möchte das ab heute nicht mehr behalten, dann gib es in die Kugel, schieß es weg und schau, wie hätte ich es denn gerne? Was möchte ich denn ab heute mir erzählen? Was möchte ich denn ab heute über Geld denken? Und dann kannst du eine Wahl treffen. Jeder kann jetzt hier noch eine bewusste Wahl treffen. Wie hättest du es gerne mit Geld? Ich wähle absolute Leichtigkeit mit Geld. Ich wähle, dass immer mehr als genug Geld da ist. Und was möchtest du heute wählen für dich, für deine Wünsche, für deine Visionen, für deine Träume? Und du kannst dich jetzt mit der Wunschkugel wirklich noch mal so richtig verbinden und du stellst dir vor, du stellst dich jetzt, wie wenn die Wunschkugel jetzt so groß wäre, dass du da wirklich eintreten kannst, in die Wunschkugel hinein und du stehst da drinnen und du empfängst einfach diese Energie von deinen Wünschen, von deinen Visionen und du fühlst, du stehst da jetzt drinnen und du spürst, es ist jetzt da. Genau jetzt hat sich das verwirklicht. Nimm deinen Körper wahr, nimm deine Emotionen wahr. Was fühlst du? Ja, Geld erzeugt Neid, wegschießen, yes. Mach dich frei von all diesen Dingen und schau, was möchte ich denn stattdessen gerne haben. Und du stehst da drinnen, es gibt jetzt nichts zu tun. Du empfängst sozusagen dich und deine Wünsche. Du spürst, sie sind schon da. Du verbindest dich wirklich mit diesem Gefühl, sie sind jetzt, es ist jetzt da. Und spür diese Freude in deinem Körper, diese Lebendigkeit. Und wenn du da jetzt so drinnen bist in dieser Blase, wirst du auch wahrnehmen, wer braucht denn das Geld? Ist es der Geist oder ist es der Körper? Und du wirst wahrnehmen, der Körper wird plötzlich lebendig. Unsere Körper lieben Geld. Unsere Körper lieben das. Weil über Geld können wir unseren Körpern auch Gutes tun. Wir können ihnen beitragen. Wir können uns Dinge gönnen, die wir uns vielleicht nicht gönnen, weil wir uns erzählen, dass wir zu wenig Geld haben, dass das zu teuer ist und so weiter. Ja, Nadja, ich erlaube mir Geldfülle jetzt, ich wähle Leichtigkeit mit Geld. Ja, und du stehst in der Blase und du nimmst wahr, es kommt einfach zu mir.
Das Einzige, was es braucht, ich richte mich immer wieder darauf aus und ich frage danach, wie kann das für mich gehen? Ich wähle, dass immer mehr als genug da ist. Es fließt von allen Seiten zu mir, ja. Und du kannst jetzt auch nochmal dir vorstellen, du bist jetzt wie ein Magnet, wie ein Schwamm, sage ich gerne, der jetzt so alles, was dir dazu beiträgt, dass das in dein Leben kommt, jetzt wirklich so richtig du einfach anziehst. Und nimm das wahr, wie wenn von allen Richtungen, von oben, von unten, von rechts und links, jetzt einfach alles, du ziehst einfach alles an, was dazu braucht, dass sich das in deinem Leben zeigt. Und du musst es gar nicht wissen. Es kommt zu dir, du bist einfach da und es kommt zu dir. Und atme das tief in dich ein, mach ein paar so tiefe Atemzüge, spür diese Freude, diese Lebendigkeit, wenn du dich mit deiner Vision verbindest. Und lass das auch durch deinen Körper so richtig durchströmen. Nimm den Körper mit. Der Körper ist der, über den wir die Dinge wirklich in unser Leben bringen. Nimm ihn mit. Durchströme ihn jetzt auch mit dieser Energie, von dieser Freude, von dieser Leichtigkeit, von dieser Vision. Ja, ich wähle, der Sog zu sein, der Fülle in Leichtigkeit anzieht. Yes, 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 yes. Ja, und genau, nimm einfach das wahr, bleib in dieser Energie, du musst das jetzt gar nicht abdrehen, bleib da drinnen und wer sagt, wow, ich will mehr davon, die meisten sind schon in der zu den Erfolgsmastery Days angemeldet, wer sagt, ah, ich bin da noch nicht drinnen, aber ich spüre, da geht's für mich weiter, da ist mein nächster Schritt, dann melde dich unbedingt noch an, da basteln wir wirklich weiter an deinen Visionen, an deinen Herzenswünschen, an dem, was du dir wünschst und auch, dass sich alles einfach zeigt, was es dazu braucht, dass das wirklich in dein Leben kommen kann. Weil es braucht nicht nur ein Ding, sondern es braucht eigentlich oft so in den verschiedenen Lebensbereichen, dass man da mal so ein bisschen dreht an gewissen Dingen, damit sich dann wirklich deine Vision voll und ganz ausdehnen kann und zeigen kann. Fühlt sich friedlich an, durchflutet an. Yes, ich feiere euch. Ihr kriegt noch ein Herzchen. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgemacht habt. Und ja, euch immer mehr erlaubt, die Dinge zu erschaffen. Wirklich diese Erlaubnis für dich und für deine Wünsche. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag in dieser Energie. Bleib da drinnen, bleib in dieser Blase, nimm das mit, nimm deine Vision mit und jede Problemwolke, klick, 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 lass du heute einfach platzen. Die Nadja schreibt, danke, danke, danke. Ich sage danke, dass ihr dabei wart. Ja, Geld steht in Abhängigkeit. Genau, weg. Genau, yes. Ich feiere euch. Alles, alles Liebe.